Heidi und Leni Klum tun es schon wieder. Sie machen Werbung für Intimissimi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Azione. Igitt Heidi. Mit seiner Tochter Werbung für Unterwäsche zu machen, ist krank. Irgendwie eklig. Puppmutter. Incestissimi. Heidi Klum und ihre Tochter Leni Klum haben vor ein paar Tagen wieder zusammen mit dem Dessous-Label Intimissimi einen Werbespot released, der für sehr, sehr viel Aufschrei gesorgt hat, sowohl negativen als auch positiven. Und das ist nicht der erste Spot, den die zusammen mit dieser Marke gemacht haben. Das ist jetzt der dritte oder so. Es gab auf jeden Fall schon einige und jedes Mal waren die Meinungen sehr gespalten. Viele empfinden diese Werbung als sehr unangenehm. Es fielen häufig solche Kommentare wie: Unangenehm ist es auf jeden Fall irgendwie. Stellt euch mal vor, ihr macht mit eurer Mutter eine Werbung für Unterwäsche. Aber jetzt irgendwie verwerflich nicht. Ich meine, wenn sie 18 Jahre alt ist und so einen Vertrag mit Intimissimi hätte, dann wäre das ja auch ganz okay. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Aber ja, bisschen cringe mit der eigenen Mama finde ich das schon. Bedient das billigste Klischee. Maximal unangenehm. Die diversen Männer mögen das bestimmt. Für Geld und Reichtum sexualisiert Heidi ihre eigene Tochter. Aber es gab auch sehr, sehr viele, die nicht verstehen konnten, wo genau das Problem liegt. Und in diesem Video geht es auch nicht darum, ob die Werbung nun problematisch ist oder eben nicht. Ich möchte mir mit euch mal die häufigsten Kritikpunkte dazu anschauen und euch verschiedene Perspektiven auf das Ganze geben, damit ihr euch am Ende eine differenzierte Meinung bilden könnt. Meine persönliche Meinung hört ihr am Ende des Videos dazu. Einer der häufigsten Kommentare, den ich gelesen habe, war: Was macht Heidi da an Lenis Unterhose? Und zwar meinten die Leute damit diese Szene. Und ich dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, auch, oh, what the fuck, was ist das? Also, das... Ja, das kommt schon ein bisschen creepy rüber, wenn deine Mom an deine Unterhose spielt. Vor allem bei so einem Werbespot. Das ist wirklich cringe, so, ne? Aber dann habe ich genau mal hingeschaut. Und wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man, dass das Lenis Hand ist an der Hose. Und Heidi nur den Arm von Leni festhält. Es hat geknackt. Habt ihr das gehört? Ich werde alt. Sie hält nur den Arm von Leni fest. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist das jetzt extra so oder ist das einfach... Haben die nicht drüber nachgedacht? Naja, ich weiß ja nicht. Es kommt trotzdem komisch rüber. Also warum muss sie in dem Moment an der Stelle unbedingt jetzt ihre Hand halten? War irgendwie ein unnötiger Move. Ich weiß es nicht. Aber damit wäre das auf jeden Fall schon mal geklärt. Heidi macht an Lenis Hose nichts. Ein weiterer sehr häufig genannter Kritikpunkt war, dass die beiden ein typisches Klischee bedienen und ja damit Männern und dem Patriarchat komplett in die Karten spielen. Das habe ich sehr oft gelesen. Und das böse Patriarchat. Ich hätte es mir schon denken können, dass das wieder schuld ist. Diese Aussage impliziert ja, dass Frauen solche Dessous nur für Männer tragen. Was ja absolut nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich persönlich kaufe mir sehr, sehr gerne hübsche Dessous, weil ich mich dadurch mehr confident fühle und hotter. Klar, ich freue mich, wenn mein Gegenüber das auch attraktiv findet. What do you think? Yeah, you should definitely wear stuff over it. Aber in erster Linie kaufe ich das, weil es mir gefällt. Und Überraschung, ich kaufe mir Dessous auch, wenn ich gerade niemanden date. Und deshalb gehen wir halt bei diesem Argument davon aus, dass die beiden sich nur für Männer zeigen, was aber aus Marketing-Sicht ja überhaupt keinen Sinn macht, denn das ist eben eine Unterwäschemarke und diese Marke hat als Zielgruppe hauptsächlich Frauen und die will ganz sicher nicht... Naja, aber wenn es auch Männern gefällt, dann kommentieren sie drunter und der Post oder der Clip geht viraler. Also die wollen schon eine große Menge an Menschen ansprechen, nicht nur Frauen. Aber ja, ich denke letztendlich auch, dass sie recht hat. Frauen holen sich ja nicht nur Klamotten, um Männer zu gefallen. Ich denke, man holt sich in erster Linie die Sachen, in denen man sich wohlfühlt. Überwiegend Männer mit dieser Werbung ansprechen. Wir gehen also davon aus, dass Frauen alles für die Männer machen und sehen die beiden, auch Leni und Heidi Klum, hier durch die Brille der Male Gaze. Diese ganze Kritik basiert nämlich auf der Frage: Wie wirkt das auf Männer? Männer könnten ja das und das denken. Ja und? Wen juckt das? Es geht hier nicht um Männer. Diese Werbung richtet sich an Frauen. Naja, nicht nur Männer können das als unangenehm empfinden, wenn die Mutter da an dieser komischen Stelle fasst bei der Tochter, sondern auch Frauen können das komisch finden.
ist etwas, was ich angreife. Und selbst wenn Hans-Peter Uwe sich da irgendwas in seinem Zimmerchen zu denkt, dann ist ja wohl er das Problem. Dann ist ja wohl er der Creep. Ich fühle mich unverstanden. Sollten wir es nicht eher problematisch finden, dass es dieses Klischee überhaupt gibt und dass so etwas Menschen anziehend finden und deshalb auch solche Kommentare fallen wie "Is this me?" Es ist schon funny. Es ist schon ein gutes Wortspiel, das muss man sagen. Entschuldigung. Wie kann man denn absichtlich seine eigene Tochter dahinstellen und das mit ihr machen? Heidi Klum verkauft... Vielleicht, weil das ein sehr gut bezahlter Werbedeal ist. Da kann ich schon verstehen, dass die Tochter das annimmt. Ich finde es halt nur komisch, dass die Mama dabei ist und da mitmacht. ...ihre Tochter. Und große Zeitungen haben sie auch als Mutter beschrieben. Und ich persönlich finde Heidi Klum auch kritisch. Man kann sich denken, wieso. Bist dann unten und nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann da drunter her direkt noch so einen Riegel mit da rein. Und Sport musst du machen. Aber in diesem Fall... Mach Sport und keine versteckten Riegel. Du musst in der nächsten Show unter 50 Kilo wiegen. Die ein oder andere Dame kann sich Heidis Tipp schon zu Herzen nehmen. Allerdings ist das Quatsch in der Show gewesen, weil ja, das Mädchen war ja schon ziemlich dünn. Ist Leni Klum volljährig. Sie ist 20 Jahre alt und natürlich ist das immer noch sehr jung, aber in der Modelwelt ist das ein normales Alter. Und so ist zum Beispiel auch Taylor Hill 2014 mit 18 Jahren die Victoria's Secret Fashion Show gelaufen und da hat sich niemand über das Alter beschwert. Finde ich es gut, dass diese Models alle so jung sind? Nein. Aber in diesem Fall das Argument zu bringen, dass... Wieso ist das schlecht? Ich meine, wenn du mit 18 die Chance erhältst, irgendwo auf einer großen Bühne zu laufen für sehr, sehr, sehr viel Geld und du kommst jetzt nicht aus gutem Haushalt, ja, natürlich ist das dann irgendwo ein Jackpot für dich. Und als Model zu arbeiten, finde ich jetzt überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, wie wäre es mal, wenn man diese ganzen OF-Girls kritisiert? Das ist verwerflich. Leni Klum ja erst 20 ist und sich deshalb nicht so freizügig zeigen sollte, macht halt keinen Sinn, wenn wir das bei anderen Models durchgehen lassen. Also wenn, dann müssen wir schon konsequent in der Kritik sein. Und was viele auch vergessen, hatte ich das Gefühl, dass die beiden ja professionelle Models sind. Also das ist ja ein Job. Und wenn du an so ein Set gehst, ist da wirklich alles andere als ein spicy Vibe da. Also du sitzt dann da und da sind zig Menschen um dich rum. Du hast eine Baustrahlerbeleuchtung die ganze Zeit und wirklich dauerhaft fummeln an dir Menschen rum. Die richten alles an dir. Deine Haare, dein Make-up, deine Klamotten. Also es werden mehr fremde Menschen an den beiden und auch vor allem an Leni Klum rumgefummelt haben, als der kurze Handgriff, den wir am Anfang bei Heidi und Leni gesehen haben. Und ich habe mir mal andere Werbungen von Intimacy Me angeschaut und wenn man die mal vergleicht mit der von Heidi und Leni, dann fällt mir vor allem auf, dass normalerweise die Werbungen viel mehr den Fokus auf sie legen und verführerisch sein und dass halt diese Werbung mit Heidi und Leni wirklich sehr leicht... Naja, aber bei den anderen Werbungen wird sich nicht komisch angefasst und die eine Dame hat ja der anderen nur was ans Ohr geflüstert. Vorhin hat man gesehen, wie die alle zu fünft irgendwo hinwalken. Also da war es weniger cringe. Locker davongekommen ist, dafür, dass es Dessous sind. Und am meisten wurde kritisiert, dass es sich hierbei um Mutter und Tochter handelt. Und ich persönlich finde es eigentlich doch toll, wenn man so ein gutes Verhältnis zu seiner Mom hat, dass man sich so wohl in seinem Körper fühlt und sich so vor ihr zeigen kann. Es ist doch eigentlich toll, wenn man so frei über seine Sexualität sprechen kann, weil das können eben viele Jugendliche nicht. Und ich sehe es ja auch täglich in meinen DMs, die wenigstens... Was hat das jetzt mit Sexualität zu tun? Die stehen einfach nur da in Unterwäsche und machen den Job, für den sie bezahlt werden. Jugendlichen trauen sich mit solchen Themen zu ihren Eltern. Ich sag euch ehrlich, ich wäre stolz, wenn das meine Mom wäre. Ich würde mir nämlich so denken, Slay Mama, du hast es noch drauf. Not like a regular mom, I'm a cool mom. Und ich denke, das ist auch die Main Message der Kampagne, dass du dich sexy fühlen darfst, ob jung oder alt. Denn auch Mütter oder ältere Frauen dürfen das. Und das wird nämlich oft nicht gerne in unserer Gesellschaft gesehen. Ich persönlich finde, und auch meine eigene Meinung zu dem ganzen Thema ist folgende. Ich habe die Kampagne gesehen und ich dachte mir auf den ersten Moment schon, okay, das ist ein bisschen befremdlich. Es hat einen weirden Beigeschmack. Ja, muss ich auch sagen. Vor allem dieser Move mit dem Anfassen, den hätten die auch ganz einfach streichen können.
So dramatisch fand ich es auch nicht, weil erstens, wir haben jetzt ja festgestellt, die fummeln nicht aneinander rum. Zweitens haben die meiste Zeit immer so ein Langarm-Oberteil an und die hüpfen halt rum und zeigen die Dessous, weil es geht halt um Dessous. Die knutschen ja nicht rum oder so. Also manches, also teilweise konnte ich so scharfe Kritik nicht ganz nachvollziehen. Aber ich gehe davon aus, dass die Marke Intimissimi sehr wahrscheinlich weiß, wie stark diese Werbung polarisiert. Und das finde ich auch persönlich das Kritischste am Ganzen. Denn die kann wahrscheinlich abschätzen, was es für Kritik geben wird. Und sehr wahrscheinlich weiß sie auch, auf was für einem zweischneidigen Schwert sie sich befindet. Nee, die denken sich einfach, ey, wir brauchen eine Werbung, die polarisiert. Dann buchen sie die beiden und wenn die zusagen, ist nicht Intimissimi daran schuld, sondern die haben einfach nur ihren Job gemacht, die Marketingleute. Denn die kriegen ein Marketingbudget, die sollen was produzieren. Das haben die auch gemacht, ganz ehrlich, völlig legitim. Nichtsdestotrotz wird sehr wahrscheinlich der Imageschaden, den die Marke erleidet, nicht so groß sein wie der Profit, den sie daraus schlägt, weil sonst würde sie so eine Kampagne mit den zwei nicht jetzt zum dritten Mal oder so schalten. Never change a running system. Und ich finde, das sollte man kritisieren. Ich finde, man sollte Intimissimi und solche Marken, die sich solchen polarisierenden Themen bedienen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, kritisieren. Hä, aber genauso ist sie doch auch groß geworden mit so komischen spicy TikToks, die sie im Sinne der Aufklärung postet, wo vieles halt nicht wirklich Aufklärung ist, sondern einfach nur ja, polarisiert und witzig sein soll. Wie auch immer, was hat denn jetzt die Marke so Schlimmes gemacht? Ich check das nicht. Also so schlimm war das ja jetzt nicht. Die hätten vielleicht nur diesen komischen Move von Heidi an ihrer Tochter weglassen können. Aber sonst lassen sich ja die beiden darauf ein, werden dafür bezahlt und die nehmen ja den Job an. Die können ihn ja auch ablehnen. Nicht tun sollten, finde ich persönlich, ist eben jetzt zu Heidi Klum oder vor allem auch Leni Klum hinzugehen und dort Hasskommentare auf Instagram unter deren Posts zu schreiben oder eben die als Mutter zu bezeichnen. Denn wir haben ja gesehen, es ist nicht ganz schwarz oder weiß, sondern es lohnt sich etwas genauer hinzuschauen. Und wenn wir eine Werbung, die sich an Frauen richtet, kritisieren wollen, dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir uns fragen, wie wirkt sie auf Frauen und nicht, wie wirkt sie auf Männer. Denn wenn wir... Das ist Bullshit. Wie wär's mal mit, wie wirkt sie auf Frauen und Männer? Denn Fakt ist, die posten das auf Social Media und da sind auch beide Geschlechter vertreten. Wieso sollte man den Fokus nur auf Frauen setzen? Die wissen ja schon, was die tun und setzen den Fokus auf Frauen und Männer, weil die möglichst viral gehen wollen. Also ich weiß nicht, hier wird wieder so getan, als wären wieder die Männer schuld. Letzteres tun, dann spielen wir wirklich den Patriarchat in die Karten und gehen eben davon aus, dass Frauen so etwas nur für Männer machen. Das war's mit dem Video. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Wenn meine Mom sich so... Digga, kannst du mal die Alten jetzt, wer auch immer hier bohrt. Immer wird gebohrt, wenn ich rede. Pause, ich rede. Bohren. Boah, ich würde so ausrasten, wenn während meiner Aufnahmen jemand bohrt. Ja, Freunde, was soll ich zu dem Thema sagen? Auf jeden Fall kommt es ein bisschen komisch rüber, wenn man mit seiner Mutter so eine Werbung macht. Und sie dich dann so komisch anfasst, das muss wirklich nicht sein, also dieser Move an der Unterwäsche. Dennoch finde ich das Ganze jetzt nicht so wild, ich meine, sie ist 20 Jahre alt und kann ja wohl so einen Job als Model annehmen. Ich finde es an der Stelle witzig, dass das kritisiert wird, aber bei OnlyFans Girls sagt man dann, das ist Feminismus. Alles klar. Die sollte man doch eher kritisieren und nicht irgendwelche Modeljobs. Wie auch immer, das mit dem Patriarchat finde ich irgendwo weit hergeholt und vollkommener Quatsch. Und ja, natürlich muss die Werbung nicht Männern gefallen, aber logischerweise richtet sich die Werbung an Männer und Frauen, weil die ja viral gehen wollen und wollen, dass alle kommentieren. Hier würde mich aber eure Meinung interessieren, deshalb schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ganz wichtig, abonniert natürlich diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen.